Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Die Abkürzung AI steht für den Begriff Artificial Intelligence. Die Technologie ist auf dem Vormarsch. Computer übernehmen einzelne Aspekte vom menschlichen Denken oder Erkennen. Auch in der Medizin kommt die künstliche Intelligenz immer öfters zum Zug. Die Praxis von Roger Wanner war die erste in Europa, die ein neuartiges Videoerkennungssystem zur Entdeckung von Darmkrebspolypen einsetzt. Wir sind bei einer Darmspiegelung dabei. Der Bruno Eberhardt war bis jetzt kerngesund. Der Küsnachter mit Jahrgang 65 hat die letzten 40 Jahre kaum mal einen Doktor gesehen. Und doch hat er wegen dem fortschreitenden Alter einmal einen Check-up machen. Eine Standortbestimmung, wie er sagt. Dazu gehört auch eine Darmspiegelung. Das sollten alle, die kein besonderes Krebsrisiko in der Familie hatten, ab dem Alter von 50 machen. Also es ist natürlich schon so, eigentlich jeden Untersuch gibt einem natürlich auch ein bisschen Bauchweh. Natürlich vom Resultat, das herauskommen kann. Aber insgesamt bin ich eigentlich bin ich sehr positiv an die Darmspiegelung gegangen. Ja. Gastroenterologie Zürich, der Roger Wanner, macht den Untersuch. Wir zeigen hier ein Beispiel bei einem anderen Patienten. Für die Darmspiegelung verwendet man ein Endoskop, das Licht hat, eine Videokamera und einen Kanal für Instrumente. Ich mache jetzt hier eine Darmspiegelung. Hören wir sorgfältig das Endoskop ein. Man könnte die ganze Zeit auf dem Monitor beobachten. Der Gastroenterolog führt das Endoskop durch den Dickdarm bis zum Dünndarm, dort, wo es die feinen Zöttel hat, und nimmt eine Gewebsprobe. Von dort aus fängt dann die Kontrolle für die Krebsvorsorge an. Jetzt geht es darum, auf dem Rückzug die Krebsvorstufen zu finden, die Polypen, damit wir das besser machen und mehr Polypen finden, die wir auch die künstliche Intelligenz einschalten. Die tut jetzt laufend während der ganzen Untersuchung mit analysieren, die Darmschleimhaut, um zu schauen, ob es irgendwo Polypen hat. Und da haben wir einen Polyp. Wir sehen, die künstliche Intelligenz tut ihn gerade erkennen, tut ihn mit der blauen Marke festlegen, wo das er ist. Jetzt können wir den noch genauer charakterisieren. Und da sagt uns die künstliche Intelligenz, es ist ein hyperplastischer Polyp. Darmkrebs ist in der Schweiz die dritthäufigste Krebsart. Jedes Jahr erkranken rund 4'300 Menschen. Es trifft also jede 20. Person. Die Früherkennung mit Darmspiegelung ist bei Menschen zwischen 50 und 65 sinnvoll und anerkannt. Darmkrebs entwickelt sich aus Polypen. Das sind so Auswölbungen im Darm. Es geht rund 15 Jahre, bis sich aus einem Polyp Darmkrebs entwickeln kann. Im Untersuch tut man diese Polypen gerade mit einer Schlinge entfernen. Der Roger Wanner hat in Europa vor knapp 2 Jahren als Erster auf ein System mit künstlicher Intelligenz zur Polypenerkennung gesetzt. Also mit der künstlichen Intelligenz wird in Real-Time während der Darmspiegelung der Darm analysiert. Und zwar geht es darum, dass Polypen die haben einfach eine andere Struktur als die normale Darmoberfläche. Und die künstliche Intelligenz macht eine Strukturanalyse, um zu schauen, sieht es anders aus oder normal. Und in dem Moment, wo es eine andere Struktur darstellt, sagt die künstliche Intelligenz, es ist ein Polyp. Die ist trainiert worden. In Japan haben wir das System eingekauft. Und das, was wir bei uns haben, das ist nicht ein lernendes System, sondern ist ein System, das schon ausgebildet ist. Die Software vom System ist mit tausenden Bildern von Darmkrebsvorstufen gefüttert worden. Das gut 100'000 Franken teure Programm erkennt darum über das Bild von der Videokamera, ob es ein heikler Polyp ist oder nicht. Die Arbeit vom Doktor wird so vom Computer unterstützt. Mit diesem System hat man wie zwei Doktor, die gleichzeitig die Untersuchung analysieren. Und im Vier-Augen-Prinzip sieht man einfach mehr. Und wir haben in den letzten 2 Jahren das System getestet und untersucht. Und wir haben unsere Polypendetektionsrate, das ist unser Qualitätsmarker, haben wir können von 50% auf 60% steigern. Das heisst, nicht bei jedem zweiten Patient, der eine Vorsorge hat gemacht hat, haben wir Polypen gefunden, sondern wir haben bei 2 von 3 Patienten Polypen gefunden. Und
Durch das kann man natürlich massiv das Darmkrebsrisiko senken. Nochmal. Zurück zum Bruno Eberhard. Beim Untersuchen hat man bei ihm zwei Polypen gefunden, die sich vielleicht in ein paar Jahren zu einem Krebs hätten entwickeln können. Der Arzt hat das auch eigentlich sehr professionell hat er das gesagt, was er gefunden hat, dass er das weggenommen hat. Hat aber auch relativiert, dass das nicht muss ein Zeichen sein von Darmkrebs, sondern hat einfach gesagt, das wäre eine Möglichkeit, dass dann Darmkrebs könnte entstehen. Und im Prinzip aufgrund von dieser guten Erklärung hat es einem dann ein gutes Gefühl gegeben, eben dass von dem her im Moment nichts ist und dass man einfach wieder einmal so eine Darmspiegelung sollte machen. Die Darmspiegelung wird von der Krankenkasse als Vorsorgeuntersuch ab 50 anerkannt. In gewissen Kantonen, die Screening-Programme haben, ist man auch von der Franchise befreit und zahlt lediglich den Selbstbehalt. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Falls Sie noch mehr Informationen brauchen, gehen Sie auf unsere Homepage. Dort erfahren Sie noch mehr zum Thema Darmkrebsprävention. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche und auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden.